Weiter geht es mit Edge of Wonders 4. Auf geht's. Also bislang noch keine nennenswerte Gegenwehr der Konkurrenz. Lisbeth Schmidt beschimpft uns, spuckt große Töne. Noch kommt niemand hier oben zu uns rüber. Kein Feind hier. Verloc von Insaldur und Lissi sollten zusammenhalten. Sie könnten uns hier angreifen. Oder hier. Das wäre auch denkbar. Oder sie marschieren durch den Untergrund auf uns zu. Sie machen nichts. Das sind echt Pflaumen. Sie könnten auch einen unserer Vasallen angreifen. Gefährlicher Kampf. Oh, wir werden angegriffen von einer Plage. Und die Einheiten, die ich hier ausgelagert hatte, in Richtung von diesem Wachturm, auf euren Tipp hin, auf euren Ratschlag hin, werden jetzt massakriert von einer Plage. Ja, aber dafür mache ich keinen manuellen Kampf. Das sind alle Stufe 2 unter 1 Einheiten. Das ist mir zu doof. Dafür mache ich keinen manuellen Kampf. Wir erlauben zu zaubern, aber mehr mache ich nicht hier. Wir haben verloren, aber der Feind ist sehr geschwächt. Und das nutzen wir jetzt, um den Rest auszurotten hier. Hier greifen wir einmal kurz an. Oh, Herbstritual. Oh, interessant. Die Stadt Schimmerwald ist unsere Hauptstadt, unsere Thronstadt. Und das gackernde Lied einer Herbstelfe erklingt und lockt uns an. Sie bittet um die diesjährige Ernte in der Stadt, um die Kreaturen der Wildnis zu ernähren. Die Stadt ist groß genug. Wachstum 3 Runden blockiert, kein Ding. Dann haben alle Städte unseres Reiches 7 Städte 6 Runden lang, 14 Stadtstabilität. Das ist nicht viel, aber Schimmerwald hat schon so viele Provinzen, das ist okay. Herbstelfe als Einheit brauchen wir nicht, wir haben genug. Das machen wir. Jetzt entfernen wir hier vorne die Plage einmal kurz. Sind hier mittlerweile Feindeinheiten aufgetaucht? Immer noch nicht. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, so hat der tote Einheit noch einen Sinn gehabt, stellt wie das eine Dir fest. Ich weiß nicht, ob die Betroffenen das auch so sehen, aber aus der großen Perspektive, ja. Wir könnten sogar hier vorne Leute auslöschen. Aber ich frage mich, wofür? Das ist irgendwie Quatsch. Machen wir nicht. Wir warten hier auf unseren Feind hier. Eindringlinge erschienen. Zwei mächtige Trupps hier. 1370 und 544 in Summe beinahe 2000 Angriffspunkte. In der Nähe haben wir starke Einheiten. Das sind die Plündereinheiten, die unsere Wurzel der Ordnung zerstören wollen. Die marschieren wir mal gepflegt und schnell runter hier. Alle drei kämpfen bitte mit und wir erlauben Zauber zu wirken. Niemand stirbt auf unserer Seite, kaum Verwundungen, Feind zerbürste in 1000 magische Scherben. Sehr schön. Wieder ins eigene Territorium zurückziehen, damit wir schneller heilen. Und hier Nickerchen machen, bitte. Ja, in den Palast des Barons, ein neues Stadtbauwerk. Kann in Städten eines anderen Volkes gebaut werden. Mehr Gold, mehr Stadtstabilität oder lassen. 2000 Gold auf Kante. Das sind alles schwache Geschichten, mit Ausnahme des Rituals der Zerstörung, der Erschütterung. Das ist aber nur ein Belagerungszauber. Wenn niemand mehr belagern. Aber das hier ist so läppisch hier. Wir machen das trotzdem. Alles andere ist mir peinlich hier. Level up für einen unserer Helden. Für Siriana Diyama.
Krieger der Gläubigen. Fast alle Einheiten bei uns sind gläubig und bekommen dann Stärketraining. Alle Einheiten haben 10% mehr Schaden. Außer den Helden hier. Dann steht hier zur Verfügung hier links. Minen geben mehr Einberufung und irgendjemand, einer unserer Helden, bekäme eine Stufe 4 Geschichte. Brustplatte des Champions. Sollen wir uns die gönnen, einfach um anzugeben? Ach, das ist doch... Sollte, ach, das ist Quatsch. Komm, wir machen das. Wir wollen es hier nicht künstlich verzetteln. Alle würden uns mehr Ressourcen geben für 400 Imperium. Das ist alles bla bla hier. Das lassen wir alles bleiben hier. Mehr Kampfzauberpunkte im Kampf haben. Wer weiß, ob wir das mal brauchen. Weitere Zauber, die wir machen können. Wir machen ein paar, wir greifen mal den wir schwächen mal den Feind. Zauber auf Vorrat. Oder wir geben einer unserer Vasallenstädte. Falls wir denken, eine unserer Vasallenstädte könnte eventuell angegriffen werden von den Leuten hier im Norden. Mit denen haben wir Krieg. Das sind alles... Wann kommt der Feind denn endlich? Wie lange muss ich denn noch warten, bis ich hier mal angegriffen werde? Niemand greift uns an. Wo ist die? Wann kommt die? Das ist mir ein völliges Rätsel. Niemand greift die. Sie sagen, wir greifen euch an. Wir wollen nicht, wir wollen keinen Magiesieg. Und nichts... Okay, ihre Truppen waren wahrscheinlich überall verstreut, ne? Von Lisbeth Schmidt. Aber trotzdem... Wir können einen Zauber aufgestiegene Krieger mal auf Vorrat machen. Eine. Das haben wir alles bei unserem Volk schon gemacht. Eine Stadt auf Vorrat, dass wir da mal Einheiten boosten können. Eine Freundarmee auf Vorrat boosten. Ein Lichtbringer auf Vorrat, eigentlich nicht nötig. Ein Steinbringer auf Vorrat ist mir zu teuer. Rest würde ich alles so lassen. Wir machen gar nichts hier. Nächster Bau. Das stimmt. Gutes Argument von Matze. Wer möchte schon freiwillig engelsgleiche Wesen angreifen? Gutes Argument. Traktor, liebe Grüße zurück an dich. Schön, dass dir der GameStar-Videopodcast zu Anno gefallen hat. Du startest heute bei Anno 1800 mit deiner ersten Partie. Viel Spaß von uns allen. Viel Vergnügen dafür. Bis am besten zum Start ohne KI-Gegner. Einfach mal reinkommen in die Spielmechaniken. Auch die lass die Piraten auch weg. Einfach mal ganz leicht reinkommen. Und unbedingt bei den Spieloptionen volle Baukostenerstattung, wenn man umbaut. Würde ich dir sehr ans Herz legen für den Einstieg. Das bauen wir in Wahlstadt. Noch mehr Verteidigung? Nee, das ist irgendwas völlig egal hier. Warum sollen wir diese Dinge hier überhaupt? Wir könnten einen Teleporter, damit im Notfall Einheiten hier hingebeamt werden können. Auf die Farm hier hinten? Genau. Die wird von nebenan nirgendwo gebraucht. Ballistentürme hier hinten. Noch mehr Mana. Wir haben ja so wenig. Wir sammeln Mana ohne Ende. Das ist die Stadt ganz hier oben. Was hilft der Stadt, sich besser zu verteidigen? Nix, ne? Wir können mittlerweile Saat des Materiums bauen. Damit wir mehr Materium-Affinität bekommen in irgendeiner anderen Stadt. Nötig ist es nicht.
Noch mehr Gutshalle bauen, mehr Nahrung. Hier vorne noch ein Gebiet schließen. Das können wir machen. Herzliche Bitte in den Chat. Wenn Fragen reinkommen, von denen ihr denkt, ja, die kann ich auch beantworten, nutzt das gerne. Guckt gelegentlich mal in den Chat rein und beantwortet vielleicht selber die Fragen der Leute, die reinkommen. Hier können wir eine neue Provinz anschließen. Noch eine Försterei, bitte. Gesundheit, Gabi. Leute, die arme Gabi musste niesen. Ihr könnt die ruhig ein bisschen supporten hier. Die sind alle mega stark. Die bleiben hier. Wir stellen die mal in die Mitte hin. Wir lassen die in der Nähe. Ist hier ein Teleporter? Hatten wir hier einen Teleporter gebaut? In Waldweide. Nee, ne? Doch, da vorne ist einer. Da können wir jederzeit hin. Wir können die Einheiten auch hier platzieren, falls Waldweide bedroht wird und dann jederzeit rauf switchen nach oben hin. Das wäre eine Option. Die Idee gefällt mir gut. Ja, die arme Gabi ist meine Frau. Was denn das hier? Guckt mal. Guckt euch das mal an. Wenn wir mit dieser Einheit, mit dem Inquisitor hier draufziehen, dann ist das der Weg, wo man lang zieht. Ach, der würde automatisch einen Teleporter benutzen neben sich. Nee, das machen wir nicht. Einmal so rüber, bitte. Mehrere Leute wünschen dir Gesundheit, Gabi. Vielen Dank. Vielen Dank zurück. Eine neue Einheit entstanden, aber die ist so lame, die zerstören wir gleich wieder. Die kostet nur unverhältnismäßig viel an Unterhalt. Und eine Runde weiter. Noch 9 Runden bis zum Magiesieg. Wann werden wir hier oben angegriffen? Oder wann werden wir hier angegriffen? Wäre auch möglich. Tauchen endlich hier Feinde auf vor unserer Nase. Wir wollen doch deren Blut fließen lassen. Waldstadt wird angegriffen von links, heißt es im Chat. Echt? Waldstadt von links? Du meinst von den Plündereinheiten hier, oder was? Meinst du die Plünderer? Also, ja, die würde ich erstmal ignorieren. Das ist mir gerade Wumpe hier. Hier vorne kommt keiner. Weil jetzt schiele ich nur noch auf den Gesamtsieg. Ritual der Erschütterung erforscht. Nächste Forschung. Neues Buch. Wir nehmen noch ein Materiumsbuch. Und erforschen jetzt. Wir brauchen 6 Affinitätspunkte, damit das geht. Das geht nicht. Aber den 6. Affinitätspunkt könnten wir uns holen, indem wir eine Saat bauen. Eine Saat des Materiums. Die könnten wir bauen. Hier vorne zum Beispiel, in Halberwald. Dauert nur 3 Runden. Dann setzen wir hin. Hier auf einer der zahllosen Farmen.
kann man auch beschleunigen. Geld ist da. Gibt uns einen Materiumspunkt. Und jetzt können wir das Materiumsbuch uns holen, auf das wir eben geschielt hatten. Das Buch der Feuerprobe. Oder eines oder das andere Materiumsbuch, Stufe 4 Buch. Die Grafik ist schön, das finde ich auch. Feuerprobe oder das Buch des Goldenen Reiches. Goldgolems baubar. Stufe 5 Einheiten. Könnte unser Volk Gold berühren. Da geht's halt darum, dass man mehr Gold bekommt. Das ist alles so. Kann man machen, kann man lassen. Gold haben wir genug. Wir machen mal das Buch der Feuerprobe und denken an den Krieg. Is not magma glorious spectacle to behold? A union of fire and earth streaming inexorably toward your enemies, swallowing them, bringing fiery death. The landscape itself is reshaped when it flows, with beautiful scars traced over the realm. So, und einmal raus bitte. Beziehungsweise eine Forschung eingestellt. Sehr heftiger Angriffszauber. In einem Massenangriff mit Feuerschaden. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Das machen wir. Einmal den Lava-Ausbruch. Hier können wir ein neues Projekt einstellen. Gehen mal auf... Ja, wir haben sehr viele Farmen in dicht nebeneinander. Wir können eine Abtei einstellen für noch mehr Wissen hier drauf. Die profitiert von vielen Farmen drumherum. Teleporter und Zauberblocker fände ich cooler, vor allem Teleporter. Einmal hier bitte, direkt neben der Stadt. Waldweide, eine neue Produktion. Ballistentürme, falls noch die Nachbarn von oben kommen. Eine Stufe 5 Einheit, sehr cool. Immer noch keine Feinde. Was sind denn das für Schnarchnasen? Da fühlt man sich überhaupt nicht ernst genommen hier. Also wenn die uns hier angreifen, wir haben 1,5, 1,3, macht 2,8. 4000 Kampfpunkte haben wir hier oben versammelt. Schlecht ist das nicht. Dann sind nur alles, fast alles legendäre Einheiten. Entsteht die nächste Runde auch eine Stufe 5 Einheit. Wir könnten den zwei Stufe 5 Einheiten rauf beamen. Die alleine macht schon 280 Kampfschaden her. Wir bauen keine neuen Einheiten. Das ist irgendwie Quatsch hier, oder? Gabi, ja. Eine unserer Zuschauer, Valin, schreibt, die arme Gabi, als Gabi und WB sich kennengelernt haben, hatte WB noch einen respektablen Beruf als Journalist. Und was ist jetzt? Jetzt bespaßt er regelmäßig nur Zuschauer. Und eine Zuschauerin schreibt dazu, die Gabi schüttelt bei uns nur den Kopf. Was? Gabi schüttelt nur den Kopf über uns, meint Rin. Ja, weil wir irgendwie Nerds sind, vermute ich mal. Wie siehst du das? Ich bin flexibel. Habt ihr gehört? Gabi ist flexibel. Mit anderen Worten, ich werde toleriert. Wer kann sich schon eine zauberhaftere Liebeserklärung vorstellen? Handelsangebot. Geteilte Sicht. Ja, wir nehmen alles, was geht, nehmen wir mit. Und etwas Gold, ja, komm, etwas Gold drüber. Etwas Mana sogar.
Verhandlung abgeschlossen. Kooperationspakt, okay. Also, ich, wisst ihr was, wir klicken uns hier nur noch durch. Ich habe keine Lust mehr hier noch irgendwas hier. Wann kommen die endlich? Wir machen hier riesige Vorbereitungsaktionen für Feinde, die nie kommen. Wann kommen die endlich? Die haben noch 7 Runden Zeit, um unseren Zauber zu unterbrechen, um irgendwas, um hier was zu... Die kommen nicht. Wie lange dauert das denn bitte noch hier? Die sind mega stark hier. Wir machen mal eine ganz starke Armee hier rein. Weil das spart Unterhalt. Ich frage mich nicht, wozu. Irgendwie will ich das noch machen. Nein, niemand greift an, Matze. Also, ich habe mittlerweile einen Verdacht. Ich weiß, Leute, darf ich mal einen Verdacht äußern? Was haltet ihr davon? Ich habe mittlerweile das Gefühl, Lisbeth Schmidt, unsere Hauptgegnerin. Ihr wisst ja selber, ich komme aus Köln und Lisbeth Schmidt ist ja ein typisch kölscher Name hier. Das ist unsere Hauptgegnerin, das Lisbeth hier, das Lisbeth. Ich glaube, die denkt sich mittlerweile, vielleicht kommt sie auch aus Köln. In Köln sind alle Leute sehr gesellig und die ultimative Strafe, was man Leuten antun kann in Köln, die man echt fix und fertig machen will, wir sind ja schwatzhaft, die Kommunikation verweigern. Mein Verdacht ist, die ghostet uns. Die straft uns mit kalter Schulter, eisiger Verachtung, Totschweigen und Ignorieren, weil sie denkt, es würde mir als Kölner mehr wehtun, als ein Pieks mit einer Lanze unter einem Blitz, der auf mich niederfährt. Ist mein Verdacht. Haltet ihr das für möglich, dass die uns ghosten? Mit der geballten, brutalen Kraft der Ignoranz? Pumpe, Pumpkin Cake, ich wohne auch in WB, in Köln, WB, du hast recht, ja. Also mehr fällt mir nicht ein. Nächste Forschung. Wir können unsere Plänkler-Einheiten verzaubern, dass die noch stärker sind. Und hiermit könnten wir auch viele unserer Einheiten verbessern. Das machen wir beim nächsten Mal und das erforschen wir sofort. Was bauen wir hier vor uns hin? Waldweide, die Stadt im Norden. Noch mehr Gold oder noch mehr Zufriedenheit. Einmal Konvent hier. Gutzahle, noch mehr Nahrung. Keine Feinde weit und breit. Das ist unfassbar hier. Ich hab den Stream heute so groß angekündigt. Ich habe behauptet, heute wird spannend. Heute machen die uns fix und fertig und alle. Ab 15 Bevölkerung Rathausboost. Wir stecken ja 33 rein, um den nächsten Bevölkerungspunkt zu bekommen. Also je weiter wir nach oben gehen, desto weiter können wir auch gucken, ne? Wir gehen hier mal rein und halten mal Ausschau. Mit der Feinde eher sehen, der fällt mir nicht ein hier. Prompt ist eine Einheit entstanden. Eine Stufe 4 Einheit, das ist ja mega cool. Die rennt gleich mal zurück, das hat sich ja super gelohnt hier. Da müssen wir irgendeinen für opfern gleich.
denn hier? Der geht hier bitte rein in den Wachturm. Mittlerer Schwierigkeitsgrad ist das hier. Was bauen wir als nächstes? Jetzt können wir das Rathaus schön billig bauen. Wallstadt. Palast des Barons. Noch mehr Geld, noch mehr Stadtstabilität. Hatten wir eben erforscht. Ihr könnt euch gerne Wünsche schon äußern für das neue Preview-Let's Play mit Dragon Dawn, das wir ab Frohleichnam 15 Uhr auf Twitch streamen und das danach auch auf YouTube kommt. Auf welchem Schwierigkeitsgrad wir dann spielen, könnt ihr euch gerne dann schon mal wünschen. Vorschläge schon mal machen. Dann spielen wir mit den Rachenmagiern den neuen. Ja, Frohleichnam ist nicht überall ein gesetzlicher Feiertag. In den mehrheitlich katholischen Ländern, in Deutschland, in Österreich und in Teilen der Schweiz halt. Wir können schon wieder zaubern. Die Rüstung ist da. Das machen wir jetzt. Anpassungsfähige Rüstung. Wir verzaubern unsere Einheiten. 136 Mana jede Runde. 102 Gold jede Runde. Endlich leert sich mal unser Speicher. Und alle unsere verzauberten Einheiten erleiden bei Schaden, der kein physischer ist, einmal pro Runde mehr Schutz. Eindringlinge erschienen. Ja, stehen direkt vor unserer Nase. 1253, 1900 in Summe. Wir könnten auch mal der Spannung halber von hier aus angreifen. Können wir auch mal machen. Ist etwas, die sind etwas kampfschwächer allerdings. Die sind Summe 2,6. Ach. Komm, wir greifen mit denen mal an. Wir schonen die hier links. Und? Schon wieder keine Verluste. Jetzt ziehen wir doch nicht mal unsere stärksten Truppen an die Front und selbst dann will keiner von unseren Leuten sterben. Krass. Echt krass hier. Ja, was soll ich denn jetzt noch tun? Die Saat des Mörteriums war mal kurz hier. Besetzt von einer Plünderarmee und dann wieder nicht. Herrschaden Level Up bekommen. Blinzelkerzenschein. Wir boosten ihn mal für den Kampf. Er hat schon seine Armeen geboostet ohne Ende, oder? Ich will ihn selbst stärker machen. Ich will ihm selber Verteidigung und andere Sachen geben. Wir geben ihm mal Sprint oder Kämpfen 1. Nahkampfangriff, er ist keiner. Einmal sprinten. Und gibt es irgendeinen coolen Zauber, den wir noch machen sollten? Eigentlich nicht. Und jetzt bitte die nächste Forschung. Da hatten wir extra was geblockt und zwar das hier hatten wir geblockt, ne? Die Meteoritenpfeile.
Die hatten wir geblockt. Und damit können wir unsere Städte noch weiter boosten. Das blocken wir mal für die nächste Runde. Und das erforschen wir. Nee, das machen wir jetzt. Und das blocken wir. Dann können wir das nämlich oben in der Grenzstadt bauen. Verstärkten Schmelztiegel. Zurück in die Stadtmitte. Und hier ist eine Stufe 5 Einheit entstanden, meine Güte. Lassen wir hier den Zweier weg, zum Beispiel. Den Tageslichtspeer. Niemand greift uns an. Das ist echt unfassbar. Sollen wir noch eine Einheit produzieren in der eventuellen Grenzstadt? Könnte noch einen Schrein der Vernichtung 4 Runden lang bauen. Oder einen Tyrannenritter zum Beispiel. Da ist eine weitere Stufe 5 Einheit entstanden. Ziehen wir einen von denen nach rechts rüber. In den Kollegen hier rein. Hier einen schwächeren ab. Wieder eine Runde weiter und es fehlen noch 6 Runden bis zum Sieg, Leute. 6 Runden hier. Noch mal eine Runde weiter. Chat wird gefragt, wann der DLC für Edge Runners 4 erscheint, Dragon Dawn. Das wird am kommenden Donnerstag bekannt gegeben. Ich darf es leider nicht sagen, ansonsten würde ich... Die Leute von Paradox können brutal sein. Krick. Im Ernst, ich habe Angst vor Assassinen. Ich will nicht sagen, die haben mir gedroht, aber sie haben gesagt, WB mach's nicht. Aber wir dürfen ab Donnerstag immerhin einen Preview-Stream machen. Da kann man sich ja schon denken, dass es nicht so ewig lange dauert. Magiesieg in 5 Runden. Ein Flüsterstein kommt zurück. Können wir einen der Flüstersteine noch irgendwo hinpacken, auf den letzten Metern? Ich glaube nicht, ne? Alle hatten schon welche. Jetzt haben wir einen Flüsterstein übrig. Den geben wir mal der Stadt hier vorne. Dann baden wir in noch mehr Stadtstabilität. Kein einzigen Angriff hier gibt. Die Wege können wir jetzt überall bauen, also diese speziellen, die Feuerschaden auf ihre Gegner machen. Das ist die stärkste Sache, die wir machen können. Damit boosten wir, verzaubern wir unsere Plänkler-Einheiten. Schauen wir mal, ob wir hier nach dem Rathaus den verstärkten Schmelz mit Tiegel errichten. 40 mehr Befestigungszustand. Ich soll den Flüsterstein an Paradox geben, damit die lieber zu mir sind. Mein Wolverine von Goethe. Sehr witzig. Das ist echt witzig.
Oh, wir haben 500 Zuschauer. Begrüßen wir bitte alle anderen Edge of Wonders Fans hier. Wir sind kurz vor dem Magiesieg. Konvent hier vorne. Immer noch kein Feind in der Grenzstadt. Verschmelzter, verstärkter Schmelztiegel auch hier bitte. Palast des Barons. Überall dasselbe neue Gebäude, bitte. Es wird gar nicht mehr rechtzeitig fertig. Dann machen wir lieber den Zauberblocker. Schimmerwald, neue Produktion. Noch mehr Zufriedenheit bitte. Wobei die Damen und Herren sind auf Ordnung. Harmonie, vielleicht bekommen wir die noch auf Harmonie hin. Wenn wir die bei Harmonie haben, von allem noch mehr, von dem wir jetzt schon genug haben. Frag nicht nach. Oder wir boosten nochmal die Verteidigung der Hauptstadt. Einfach nur so. Die Saat des Materiums wurde besetzt und wieder weg. Die wollten wir hier drin parken. Und eine Runde weiter, Leute.